Eine traurige Zeit. Unsere Tochter, unser kleines Mädchen. Sie hat ihren 10. Winter nicht erlebt. Sie wurde... Er hat sie in Stücke gerissen. Wie ein Tiger ein Reh. Wir haben kaum genug gefunden, um sie zu begraben. Sinding. Er kam zum Arbeiten. Wirkte wie ein anständiger Mann. Wir halten ihn unter Verschluss, während wir uns überlegen, was wir mit ihm machen sollen. Wenn ihr euch zutraut, ihn ansehen zu können, was könnte einen Mann dazu treiben, so etwas zu tun? Ich verstehe einfach nicht, wer so etwas tut. Wartet! Ich kenne euch doch. Seid ihr zum Monsterangaffen hier? Glaubt mir, ich wollte das niemals tun. Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen, aber niemand glaubt mir. Daran ist allein dieser verdammte Ring schuld. Das ist der Ring von Hirsine. Man sagte mir, ich könnte mit ihm meine Verwandlungen kontrollieren. Vielleicht hat es einmal funktioniert, aber ich werde es nie erfahren. Hirsine ließ es zu, dass ich ihn nahm und belegte ihn mit einem Fluch. Ich steckte ihn an und die Verwandlungen kamen einfach. Ich wusste nie wann. Es passierte zu den unmöglichsten Zeiten. Auch bei dem kleinen Mädchen. Es bringt wohl nichts, das Geheimnis zu hüten, wenn ich hier sowieso sterben werde. Ihr habt bestimmt schon mal von Menschen gehört, die sich unter dem Einfluss des Mondes in Bestien verwandeln. Ich bin einer von ihnen. Ein Werwolf. Das ist mein Geheimnis. Und meine Schande. Deshalb wollte ich den Ring. Er sollte Menschen wie mir die Kontrolle über meine Verwandlungen geben. Nun sehe ich vielleicht aus wie ein Mann. Aber ich spüre das Tier in mir immer noch. So stark wie zuvor. Ich suche nach einer Möglichkeit, Hirsine zu besänftigen. Es gibt eine Bestie in diesem Landstrich. Groß, majestätisch. Man sagt, dass Hirsine mit dem redet, der ihn tötet. Ich habe ihn bis in diesen Wald verfolgt, aber dann kam mein Unfall mit dem Kind dazwischen. Ich will um seine Vergebung bitten, ihm den Ring zurückgeben. Doch während ich hier festsitze, zieht die Bestie frei umher. Oh, ihr würdet das für mich tun? Hier, nehmt ihn. Ich will mit diesem verfluchten Ding nichts mehr zu tun haben. Sucht die Bestie. Sie streift durch die Wälder. Tötet sie und der Fürst der Jagd wird sich gnädig zeigen. Ich wünsche euch viel Glück, aber ich sollte verschwinden, solange ich noch meine Haut habe. Sollten sich unsere Wege noch einmal kreuzen, werde ich mich an eure Güte erinnern. Lebt wohl. Wartet! Ich kenne euch doch.
Seid gegrüßt, Jäger. Ich bin der Geist der Jagd. Nur ein flüchtiger Eindruck des ruhmreichen Pirschjägers, den eure Art Hirsine nennt. Ich kann es in Erwägung ziehen. Doch zunächst müsst ihr mir einen Dienst zu meinem Ruhm erweisen. Der, der ihn gestohlen hat, ist geflohen und hat sich, wie ihr glaubt, an seinen Zufluchtsort gerettet. So wie ein Bär auf einen Baum klettert, um der Jagd zu entkommen, sich damit aber nur selbst in eine Falle manövriert. Sucht den abtrünnigen schlauen Fuchs, reißt ihm die Haut vom Körper und bietet sie mir als Opfer dar. Beeilt euch, mein Jäger. Es wetteifern auch noch andere um meine Gunst. Etwas Konkurrenz für euch. Zögert nicht, während die Beute flieht. Hat der Blutmond euch auch zur Jagd gerufen, Jagdgefährte? Die Beute ist stark, stärker als die Jäger. Aber es werden mehr kommen. Erlegt ihn zum Ruhm von Fürst Hirsine. Ihr? Warum? Das habt ihr gut gemacht, Jäger. Und habt euch meine Gunst verdient. Diese Haut wird euch gute Dienste leisten, Kind. Seht genauer hin. Mein Ruhm soll euch vor allen Widrigkeiten dieser Welt schützen. Gute Jagd.